Na, mich schon vermisst? Ist wirklich wahr. Heute basteln bei uns ein paar, na nicht unbedingt Teelichthalter, Kerzenhalter etc. aus Beton. Wir lieben ja Beton. Darum sitze ich draußen. Was benötigen wir dafür? Wie immer, meinem heißgeliebten Blitzzement. Härtet ganz schnell aus und alle Zutaten drin, die ihr braucht. Ihr braucht nichts mehr, ist so ähnlich wie der Bastelzement, den zu kaufen gibt, oder Bastelbeton für innen und außen. Frost hält alles stand, also von daher ideal. Dann braucht ihr ein paar leere Joghurtbecher oder Trinkbecher in verschiedenen Varianten. Etwas Wasser zum Anrühren. Was ist los? Was ist los? Ich nehme immer etwas Speiseöl als Trennmittel. Ein Pinsel, um das Trennmittel drin zu schmieren. Mein, mir tut mein Arm weh. Ich habe jetzt eine Impfung gekriegt. Das geht ja nicht. So. Hier habe ich eine leere Katzenleckerli. Hier mag ich meinen Katzen. Windlicht, Kerzenhalter etc. Laut Ärzte bin ich jetzt krank. Nur weil ich gestern einen Blutdruck von 170 zu 110 hatte. Jetzt muss ich Blutdrucktabletten nehmen. Aber ich habe es gemerkt. Antriebslos. Rauschen in den Ohren, Zucken im Auge. Dann haben sie Panik. Wie irre. So, und dann will ich mal was ausprobieren. Ihr kennt doch diese Geschirrmatten, die man in Spülbecken packt. Die habe ich mir mal hier so ein bisschen in so eine Schale drin gemacht. Ich möchte da mal den Beton drin gießen. Ich habe die auch vorher eingeölt. Ich hoffe so ein bisschen, dass sich das Muster da drin abdrückt. Versuchen wir mal. Versuchen wir mal gemeinsam. Ihr braucht des Weiteren Handschuh, eine Schüssel. So. Jetzt sind hier circa, was ich jetzt hier noch drin habe, 800 Gramm. Das ist ganz gut in diesen Bottichen. Kosten ist eigentlich sehr teuer, weil, wie gesagt, alles drin ist. Aber so ein Bottich kostet, glaube ich, 3,50 Euro. Und das ist so, wenn man so ja, einfach bloß mal ein paar kleine Kerzenhalter oder sowas machen. Wir braucht man sich nicht den ganzen Sack davon kaufen. Der ganze Sack, 10 Kilo kosten davon 16 Euro. Also. Ist nicht wie mit vielen Arbeiten hier Billigbeton und Co. Also ist. Ist halt leider so. So, dann fetten wir mal als erstes unsere Förmchen ein. Weil der Beton, der. Oder der Zement. Bindet so schnell ab nachher. Da keine Zeit mehr zu. Ehrlich nicht. Und ich mache noch immer. Ich werde einen anderen hier drin machen. Den befülle ich noch ein bisschen mit Wasser. Damit er schwer ist. Kannst auch Steine oder so da drin packen. Und den fertig natürlich von außen, weil ich will ihn hier drin setzen. Ich mach mal gleich einen Schluck Wasser rein. So, was möchte ich denn noch für einen nehmen? Und nimm mal hier diesen. Der Vorteil ist, nach 10 Minuten könnt ihr den schon meistens aus der Form lösen. Das ist schon Hammer, also. Setze ich auch so einen kleinen drin. So, ein bisschen Wasser drin. Der ein bisschen Schwere nachher hat. Aber ich war eben zur Massage gewesen. Meine Ina hat goldene Hände. Irgendwie hat sich auch alles bei mir verkrampft. Sämtliche Muskeln und wie's ich werd. Zerfalle. Ich werd alt. Meine Ärztin fand den Spruch irgendwie nie witzig, als ich das brachte. Soll sich mal nicht alles im Kopf machen und dann geht das auch. Hier werde ich eine Mini-Gartenplatte von machen. So. Hallo Hello Kitty. Versuch es mal.
Kann man als Tischuntersetzer nehmen. So, da werde ich auch so einen Becher anstellen. So, geölt sind wir. Dahin. Gut. Nun kommen wir zum Anrühren. Schale werde ich mal diesen Becher anstellen. So. Nur ein bisschen dünner. Vorführeffekt. Bleib stehen. Was bin ich? Nehmt ihn nicht für voll. In Wirklichkeit liebt er mich. Das steht ja außer Frage, aber trotzdem ist er eine Krachtante. Joghurt? Für dich extra. So lieb bin ich. Besser? Schön, wenn jemand aufpasst. Eins. Der Mist so schnell anzieht immer.
So, das Ganze müsst ihr jetzt eigentlich bloß ein paar Minuten anziehen lassen. Um zumindest aus der Form zu holen. Ich bin jetzt so schnell, das ist schon hart. Der Becher ist schon mal raus. Und das andere lasse ich noch ein klein bisschen. Da sind ein paar kleine Lufteinschlüsse drin, aber die könnt ihr nachher auch noch wegschleifen. Wir warten mal, was die Schale sagt. So, sind 10 Minuten vergangen. Aus meinen Katzenköpfchen. Ha. Becher schon mal rausgenommen. Na, kann ein bisschen. So. Was hatten wir denn noch? Ach. Ebenso. Der Becher ist noch warm, also der härtet noch ein bisschen. Ha. Kann auch an der Luft härten, oder? Tada! Leck ein bisschen Kordel rum hier, Beckett. Jetzt nehme ich ein bisschen Weißlack und sprühe. Natürlich solltet ihr das draußen machen. Ich hab da ein paar kleine Muster drin. Jetzt wickelt ihr gleich nochmal rum und sprühe es nochmal. Ach ja, schaut, hier ist schon die goldene Variante. So, ihr Lieben, da stehen die Werke. Schön bepflanzt. Mir gefallen sie.